Wir sind heute an der Münchner Freiheit auch aus genau diesem Grund, weil die Innenstadt geblockt ist aufgrund von Aufbauten bezüglich der Wiesen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön hier. Wir haben am 24. April 2020 die erste Freiheitsversammlung abgehalten. Damals mit maximal 20 Teilnehmern und wir mussten Xe mit Sprühkreide auf den Boden tun, sprühen, damit die Personen auch den nötigen Abstand einhalten konnten. Weil wir nicht in der Lage waren einzuschätzen, wie viel 1,5 Meter Abstand sind. Das, diese Absurdität dieser Regierung, dieser Pandemie-Maßnahmen, das ist unfassbar und das ist auch immer noch in mir drin. Und ich habe einfach das Gefühl, wir müssen noch viel mehr tun, um den Menschen klarzumachen, dass es nie wieder passieren darf. Es darf nie wieder so weit kommen. Wir haben 2 Jahre lang die ganzen Schmarrn mitgemacht, der eine mehr, der andere weniger. Die Leute tragen jetzt immer noch Masken in der U-Bahn, in der S-Bahn und im Bus und gehen dann in ein Zelt mit 10.000 Betrunkenen, um zu feiern und ihre Freiheit zu genießen. Ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Unsere Kinder müssen im Bus Maske tragen und der Herr Söder sitzt ohne Maske im Bierzelt. Wir wissen alle Bescheid, deswegen vertiefe ich das nicht. Bei uns darf jeder sprechen, der sich an diese Regeln hält. Und das stimmen wir ordnungsgemäß immer ab. Also jeder, der dafür ist, hebt bitte die Hand. Und jeder, der dagegen ist, lässt es. Beziehungsweise darf dann auch gehen, wenn ihm das so nicht taugt. Wenn das nicht das Gefühl in ihm drin und sagt, nee, so möchte ich nicht demonstrieren. Aber wir für uns haben gesagt, wir wollen so demonstrieren. Und es ist auch wichtig, den anderen gegenüber zu vermitteln, wir sind keine Idioten, wir sind keine Radikalen, wir sind einfach nur kritische Menschen, die sehen, dass hier in diesem Land etwas schief läuft. Die letzten Jahrzehnte ist schon sehr viel schief gelaufen, aber jetzt läuft es aus dem Ruder und wer nicht jetzt seine Stimme erhebt, dann weiß ich nicht, wann er seine Stimme erheben möchte. Ich freue mich, dass wir alle hier sind. Wir nehmen das auch auf. Wir haben tolle Redner heute. Wir haben Dr. Martin Hürte da. Wir haben Jürgen Müller da vom Kinderrechteverein. Sabine Kaiser vom Bündnis. Die Lisa Marie, die auch seit Anfang an in diesem Protest aktiv ist und einen Verein gegründet hat aus Liebe zum Grundgesetz. Wir haben viele, viele Leute hier. Wir erwarten tolle Redebeiträge. Und ich möchte gleich am Anfang, bevor ich es vergesse, dazu aufrufen, am 1. Oktober ist eine Friedensdemo. Ich hoffe, wir haben Flyer hier. Die liegen vorne aus. Wer es noch nicht weiß, am 1. Oktober ist eine Friedensdemo, wo die Freie Linke mit dazu aufruft und da sollte man auch teilnehmen, jeder der Zeit hat. Dann haben wir noch die Marion Schmidt. Jeder, der sie kennt, weiß, was sie für Probleme hat mit ihrem Arbeitgeber oder Ex-Arbeitgeber. Sie wird darüber berichten und auf neuestem Stand und die Informationen des neuesten Standes kundtun. Und wir haben gesagt, wir fangen mit Jürgen an. Deswegen rufe ich mal Jürgen nach vorne. Ich danke euch, dass ihr da seid und ja, ich wünsche uns viel Spaß, viel Erfolg mit unserem Protest. Danke euch. Gesundheitsministerium, der Hinweis, ich soll mich doch als Risikokandidat impfen lassen, ist schon eine Weile her, habe ich mich nicht impfen lassen. Ich hatte zweimal Covid, einmal wie eine normale Grippe, würde ich jetzt mal sagen, und das zweite Mal war es eigentlich gar nichts, Omikron. Aber ich war halt positiv getestet. Na gut, und obwohl ich ein schwer vorbelasteter Mensch bin mit Attest und allem Möglichen und einer Reihe von Komplikationsvorerkrankungen, aber also ich habe auch in meinem weiten Bekanntenkreis kaum etwas von schweren Verläufen gehört bei einer normalen Covid-Erkrankung, aber sehr, sehr viel von schweren Nebenwirkungen. Meine direkte Nachbarin hat von 2 Ärzten bestätigt bekommen, dass ihr Retina-Infarkt
sie war schwanger und wollte sich da nicht einer Operation unterziehen. Und sie hat jetzt noch 5% Sehfähigkeit. Und beide Ärzte haben ihr gesagt, das ist eine schwere Nebenwirkung der Impfung. Und das hat mich schon ziemlich erschüttert. Wenn man jemanden so persönlich kennt im näheren Umfeld, dann geht einem das unter die Haut. Und so habe ich auch mich mal versucht, das ist schon eine Weile her, in die Situation reinzuversetzen. Ich wäre jetzt also geimpft und ich wäre zweimal geimpft und ich hätte jetzt meine Boosterimpfung bekommen und daraus ist dann der Booster Blues geworden, den ich euch jetzt vortragen möchte. Die Gitarre ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ein bisschen weniger. Well, I got my second booster, baby, 'cause I'm too lazy to think all day. Wir fordern eine freie, pluralistische Gesellschaft in Selbstbestimmtheit bei echter Gewaltenteilung. Sofortige Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Rücktritt der Verantwortung und Politiker und die Nebenwirkungen der Impfung. Frieden schaffen ohne Waffen. Sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen an die Ukraine und Aufhebung der entschädigenden Sanktionen. Reform der zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Propagandamedien für eine umfassende und wahrheitsgetreue Berichterstattung. Beendigung von Diskriminierung und Zensur Andersdenkender und keine Unterdrückung anständiger, unabhängiger Wissenschaftler, Richter, Anwälte, Ärzte und Journalisten. Wir unterstützen München steht auf, die jeden Mittwoch ab 18 Uhr in München protestieren. Die Uli Oma, die jeden Samstag ab 14 Uhr in München informiert. Zum Abschluss möchten wir noch mal einen Teilnehmer fragen, was ihn motiviert, hier zu sein und ob er schon öfter an diesen Versammlungen teilgenommen hat. Ja, ich bin bei der Freiheitsversammlung schon von Anfang an, das heißt von, ich denke, das war im Frühjahr 2020. Da war man auch teilweise auf dem Max-Josefs-Platz und ich dachte nicht, dass es so lange dauert. Also wir haben damals immer wieder gesagt, das Kartenhaus bricht zusammen, aber es hat sich herausgestellt, dass das eine längere Geschichte ist, also eine länger angelegte Strategie, die jetzt von der ganzen Corona-Plan übergeht in den Krieg in der Ukraine. Und ich denke, es ist notwendiger als je zuvor, dass wir da dagegen aufstehen. Okay, dann ich entnehme Ihren Worten, Sie rechnen auch mit weiteren Versammlungen dieser Art. Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja nicht die einzige Vereinigung, die Versammlungen macht. Es gibt ja jeden Mittwoch Versammlungen in München, abends Umzüge und also es gibt viele Veranstaltungen. Ich denke, das wird jetzt im Winter mehr, wenn die ganzen Auswirkungen der Sanktionspolitik auf uns zukommen. Also wenn es den Menschen real wirtschaftlich schlechter geht, dann gehen sie auch vermehrt auf die Straße. Das erwarten sie. Also ich muss sagen, ich hoffe es. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil auch bei der Corona-Krise hätte ich mir erwartet, dass das viel mehr Menschen bemerken, was da eigentlich läuft. Also mal abwarten, aber ich bin nur optimistisch. Ja, dann danke ich, dass Sie uns Fragen beantwortet haben und vielen Dank.